willkommen zu einer neuen Trailermod-Vorstellung. Ich zeige euch heute einen Trailer, wo ihr dann LKWs transportieren könnt. Und das zeige ich euch dann gleich nochmal separat in der Definition, wie das dann aussieht. Also ist unser Trailer. Abändern könnt ihr hier nichts. Mal schauen, ihr könnt ihn noch farblich verändern, vielleicht auf die Farbe, wie euer LKW hat zum Beispiel. Und sonst habt ihr hier nichts, also keine Rundumleuchten oder so, nichts, sondern einfach nur so das Chassis. Das kaufen wir uns jetzt auch, stellen uns das in die Garage und dann gucken wir uns gleich mal die Definition dazu an. Dann gehen wir raus, dann tun wir uns den gleich hinten dran pflanzen und dann gehen wir hier mal in unserem Ladungsmarkt. Und dann, wie ihr hier seht, sind hier keine Bildchen hinterlegt, ist jetzt nicht so schlimm, aber hier steht da, was ihr fahren könnt. DAF XF Euro, das ist der ganz normale, der alte halt, ne, der 105er, dann hier Euro 6, Iveco Highway könnt ihr fahren, Ford F-Max ist sogar auch mit dabei, Iveco Highway, Stralis, Magnum, alles mit dabei. Das ist jetzt nur in Nürnberg, ne? Also wenn ich hier mal rausgehe, dann habt ihr hier die ganzen Frachten hinterlegt. Das zieht sich von bis Mercedes Actros, bis, keine Ahnung, bis Schlag mich tot, bis Volvo FH, ne, den alten, 2009. Und immer so 21 Tonnen. Mal schauen, wie viel LKWs drauf sind. 7,5 Tonnen hat ungefähr einer. Ja, vielleicht kommt es hin, wenn wir drei drauf haben. Wir testen das jetzt einfach mal. Vorab, bevor wir uns die Fracht holen, schauen wir uns mal kurz den Trailer an. Was wir schon mal sehen können, ist das Trailerkabel. Animation unterstützen funktioniert nicht. Und Liftachsen haben wir auch keine. Hinten haben wir unsere Lampen. Die sehen relativ klein aus. Bisschen schade eigentlich, dass sie so klein sind. Weil da kriegt man gar nicht so mit. Aber dafür haben wir hier an der Seite schöne Positionsleuchten, die auch alle funktionieren. Helle. So, Trailer ist dran und natürlich auch die Fracht. In dem Fall jetzt zweimal DAF XF 105. Gut gesichert, wie man hier sehen kann. Was mich etwas stutzig macht, ist die Höhe. Ich glaube, dass wir da über 4 Meter sind. Aber ist halt hier nur mal so. Tonnen sind, stimmt natürlich jetzt hier nicht ganz, weil LKW hat 7,5 mal 2 macht 15. Ach, okay, doch, dann stimmt es doch. Plus Trailer, ah, dann können sie hinkommen vom Gewicht. Ja, und so funktioniert es jetzt hier praktisch. Ihr könnt euch die Trailer holen, das ist übrigens die Version 3.0. Was er verändern könnt, jetzt hier mal gleich zum Fazit zu kommen. Die Farbe des Trailers, ihr habt Trailerkabel dabei und dann diese Special Cargos in dem Fall. Sind eine Menge. Ich glaube 11 oder so. 11 oder 12 verschiedene Definitionen, weil ja noch der Ford F-Max mit dabei ist. Und sonst die ganzen anderen LKWs sind noch mit dabei. Und das ist dann schon eine Menge. Funktioniert auch soweit ganz gut. Und gibt hierbei keine Probleme. Jetzt könnt ihr praktisch Autotransporter fahren hier. Habt ihr Fragen dazu, dann dürft ihr das gerne machen. Einfach kommentieren. Ansonsten immer einen Daumen da lassen und natürlich ein Abo für meinen Kanal. Die Glocke vielleicht noch klicken. Dann seid ihr immer aktuell auf dem neuesten Stand, wenn ich was Neues hochlade. Dann wünsche ich viel Spaß mit diesen Truck, Transport, Trailer oder Autotransporter für LKW-Transporte und wünsche euch wie immer allzu gute Fahrt. Macht's gut, bis bald und ciao.